So, ja, servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Going Medieval in der Aufnahmesession Nummer 2. Wir haben, ich habe gar nicht nachgeschaut, ob wir irgendwas haben. Und zwar YouTube. Haben wir irgendwelche neuen? Nein, wir haben keine neuen. Sag's mal. Kommentare. Wir machen einfach weiter wie bisher. So. Was wir jetzt gerade letzte Folge hatten, wir hatten einen Angriff, der etwas schief gelaufen ist. Die sind durchgebrochen. Tatsächlich, der erste seit langem. Aber wir lassen uns da nicht unterkriegen, würde ich sagen. Und wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Und bereiten uns jetzt darauf vor, nochmal einen kleinen Trip zu starten. In zwei Richtungen. Und zwar einmal hierhin. Und einmal hierhin. Die haben wir jetzt ja auf unsere Seite gezogen. Die sind uns neutral gegenüber. Also es wird, würde ich sagen. Das sind ja Dauerverfeindete, ja. Die auch? Ja. Also Banditen können wir nicht auf unserer Seite. Die können wir aber bestimmt angreifen. Okay. Vielleicht können wir ja irgendwann angreifen. Wäre schon cool, wenn man die irgendwann angreifen könnte. Mit so einer kleinen Armee. Wir sind so ein kleines Geilierdorf irgendwie. Nur halt nicht, dass wir gegen Geier kämpfen, sondern gegen, sag mal's, sondern gegen Banditen. Genau. Ich mach mal ganz kurz was zu trinken. Ich glaube, es passiert jetzt eh nichts. Ich lasse euch einfach kurz laufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mach kurz was zu trinken. So, da bin ich wieder. Nicht wundern, es wird nachher rausgeschnitten. Also es sieht nachher nicht so lang aus wie bei mir. Das hört sich auch falsch an, wenn ich eine Banane esse. Oh. Hm. Ich würde sagen, wir können uns langsam bereit machen. Wir haben genug Essen. Ja, komm. Wir gehen jetzt mal hier lang. Nehmen hier 1, 2, 3, 4, 5. Noch ein Esel mit Schafe. Das sollte erreichen. Und dann nehmen wir mit, was sehr viel Wert hat. Schnaps, das wir sollten aufbauen. Ja, komm, solide, weg damit. Das nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. So, ja. Hä? Wir haben voll viel Frachtgewicht. Ist eigentlich keine gute Idee, guten Sachen auszustatten. Was haben wir denn noch für Gewicht hier? Turmschild, solide, ja. Keramikwandgemälde hier. Gut. Jetzt, wo haben wir denn noch sehr, sehr viel von Heu? Okay. Ach, das sind zu viel. Okay, 1500. Nein, auch noch zu viel. 1000. Gut. Annehmen. Gut, schicken wir los. Das sind uns halt alle echt fettfeindlich gesinnt. So, jetzt schauen wir mal, was wir noch so mitnehmen können. Könnt doch alle mitnehmen, cool. Ist halt gefährlich, wenn jetzt halt hier. Annehmen.
So. Schicken wir beide wieder weg. Wir stellen unser Ziel. Und während die weg sind, werden wir dann wieder spulen. Und genau. So, wir sind alle los. Bildet eine Karawane. Jetzt kann er auch mega nach hinten losgehen, weil wir jetzt gar niemanden mehr da haben. Aber wir hoffen mal nicht. Die Karawane ist aufgebrochen. So. Ich dachte gerade schon, jetzt kommt hier ein Angriff. Ja, Händlerkarawane bringt uns nichts. Wir sind leider nicht da. So, ich gehe nochmal kurz in die Pause und dann lass mal verspulen. Also, jetzt habe ich hier gar nicht mit euch geredet. Ich habe gerade geschaut, was man jetzt handeln kann. Weil jetzt können wir nämlich handeln. Aber ich habe schon alles weggehandelt, tatsächlich, aus Versehen. Eisenbarren hätte ich gerne noch. Die könnten wir gebrauchen im Moment. Ist das zu viel? Ich glaube, das ist zu viel. Gut, annehmen. Ja. So, zurück, einmal heimkehren. Und wir spulen einfach weiter. Bis gleich. So, da sind sie angekommen. Wir fangen an zu traden. Beziehungsweise wir schenken ihnen erstmal was. 500. Ne? Sollte ja erstmal reichen. Sind die jetzt positiv gestimmt? Immer noch nicht. Tja, da müssen wir wohl nochmal. Okay, sind jetzt sind sie neutral. Gut. Dann in der nächsten Runde machen wir das dann. Und ich habe mich wieder vergessen zu entmuten. Ah, ich muss wieder üben. Es tut mir leid. So, das können wir ernten, das ist gut. Müssten ja auch bald zurück sein. Oh, die brauchen wir. Okay. Ich habe nur noch mehr als genug Nahrung. Ja. Müssen erstmal die Sachen erledigt werden. Oh. Dubioser Fuß sind hier. Heu haben wir auch mehr als genug. Oh, auf jeden Fall Eisen nochmal.
Der Adam wird nicht mehr viel schlafen können. Tag 2 des Herbstes ist vorne. Die brauchen ja auch Ewigkeiten, ey. Ist ja auch ziemlich weit weg. Aber da gibt's Eisen. Warum brauchen wir? Also Eisen brauchen wir auf jeden Fall. So kommen wir auch wieder voran auf jeden Fall. Was mich jetzt gerade interessiert ist, wo haben die die Distille her? Und wie baue ich die Distille? Wie geht's den Tieren? Liegen die immer noch da? Ach, wenig Fred ist aber nicht zurück. Stimmt, da war ja was. Tilz ist auf Lagerplatz zu Gemüseabfall geworden. Okay, interessant. So, wir warten auf das Zurückkommen ab und dann machen wir wieder einen Cut und Shade und nächstes Mal wieder. Ich bin schon bereit mit dem T-Shirt aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Aber nur ein T-Shirt. So, Karawane ist heimgekehrt, es ist gut. Angenehme Konversation, sehr schön. Freude kommt auf. Jetzt erstmal schlafen, genau. Hundwillige Gebar Lord Faline. Gott, Gebar Lord. Ja, cool, ne? Also, hat was. Faline. Ach, Lord und Faline, jetzt. Hat zwei Kinder bekommen. Ein Männlein und ein Weiblein, ist das süß. Ist das süß, ja. Ist schon süß. Wir haben zwei Babyhunde bekommen. Ja! Labradudel. Ich kenne Labradudel. Oh, ist der süß! Run. Was? Hasentiere? Ah. So, jetzt Willifred wird alles zusammensuchen. Wir werden, glaube ich, auch auf jeden Fall mal schauen müssen beim nächsten Mal, wen wir wieder wegschicken. Müssen wir uns mal Gedanken machen, wenn wir da mitnehmen nächstes Mal. Wer da bleiben sollte oder nicht. Es pisst aus allen Nähten hier. Hund Teddy ist gestorben. Nein, Teddy. Wir haben nur eine Katze leider. Oh, wir haben keinen männlichen Hund, doch haben wir noch. Jung. Katze jung, sehr gut. 8 Tage alt. Wir haben ein männliches Schaf noch. Ja, das ist gut. Sehr gut. So, jetzt. Aber würde ich sagen. Bin ich mit Gärtner? Ist ja ein Gärtner, der. Damit würde ich aber sagen, haben wir es für diese Folge geschafft.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen und gerne auch die Glocke aktivieren. Und bitte, eigener Zweck, leider kommt es wieder ein bisschen, aber auch vielleicht für euch später mal, Gamers Profile. Registrieren und mir folgen bitte. Dankeschön. Alles in der Beschreibung. Macht's gut. Tschüssi.